Du hast mal wieder ein bisschen zu tief ins Glas reingeschaut und dein Schädel brummt am nächsten Morgen wie Sau? Dann pass jetzt mal ganz genau auf, denn heute gibt es ein paar Tipps, damit du den Kater, den Hangover so schnell es geht wieder los wirst und damit das Brummen in deinem Kopf so schnell es geht aufhört. Also jetzt mal die Ohren spitzen, wenn du einen über den Durst getrunken hast. Die Bars und Cafés öffnen mittlerweile wieder, die Gastro hat so langsam wieder geöffnet. Und das bedeutet, es wird auch wieder was getrunken und in den Berliner Parks, da wird eh schon lange wieder gebechert und das bedeutet, früher oder später macht es wieder miau. Am nächsten Morgen ist der Kater wieder da und du hast das Gefühl, dass du eine Satellitenschüssel auf dem Kopf hast und es brummt wie blöd. Und damit du das Brummen wieder los wirst, solltest du diese Tipps auf jeden Fall befolgen. Erstens, Wasser. Nach einer durchzechten Nacht braucht dein Körper einfach Wasser. Versuch so viel Wasser zu trinken, wie es eben nur geht. Und ich empfehle dir auch hier Leitungswasser zu trinken, kein Wasser mit Kohlensäure. Also das geht bei mir zum Beispiel gar nicht am nächsten Morgen. Versuch einfach so viel es geht Wasser zu trinken, damit du einfach nicht dehydrierst. Ganz klarer Tipp, ja, versuch auch während der Party schon vielleicht mal das ein oder andere Wasser zu trinken. Bevor du zu Bett gehst, am besten auch nochmal einen halben Liter Wasser reinhauen. Denn dein Körper braucht nächsten Morgen nach einer durchzechten Nacht wirklich viel Wasser. So verhinderst du übrigens nicht nur einen Wasser- und Elektrolytmangel am nächsten Morgen, sondern auch der Nachdurst, den man dann halt nach dem Suff hat, der ist dann halt nicht mehr ganz so stark. Zweiter Tipp, Katerfrühstück. Egal wie beschissen es dir am nächsten Morgen geht, ein Katerfrühstück ist Pflicht. Du musst deinen Körper einfach mit Nährstoffen wieder versorgen, die in der Nacht zuvor verloren gegangen sind beim Feiern. Deshalb ist ein Katerfrühstück definitiv Pflicht. Und zum Katerfrühstück habe ich drei Tipps für dich. Auf jeden Fall Kohlenhydrate. Kohlenhydrate geben deinem Körper wieder Power, denn dein Körper ist ja gerade beschäftigt, den Alkohol abzubauen. Da verbraucht er viel Energie und du brauchst Energie, damit das Ganze schnell funktioniert. Heißt, hau dir ordentlich Kohlenhydrate rein. Und ist am besten salzig. Denn mit dem Frühstück hast du die ideale Gelegenheit, deinem Körper wieder Mineralien und Salze zuzuführen. Und ich mache das meistens immer so, entweder haue ich mir Spiegeleier rein oder Rührei mit Bacon oder was auch immer. Heißt schön was Deftiges, Salziges. Und falls es dir wirklich richtig katastrophal geht und du irgendwie gar nichts zu dir nehmen kannst und dein Magen wirklich richtig flau ist, dann ist dein Katerfrühstück halt eine Brühe oder eine Suppe. Damit kannst du A, deinen Wasserhaushalt auch wieder auffüllen und führst deinem Körper auch Salze und Mineralien zu. Also Leute, Breakfast, egal in welcher Form, ist definitiv Pflicht. Dritter Tipp, Kaffee gegen Kopfschmerzen. Ich wusste es bis vor kurzem gar nicht, dass Kaffee auch tatsächlich gegen Kopfschmerzen helfen kann. Aber gerade nach einem Katerfrühstück ist es tatsächlich so, wenn man einen Kaffee trinkt, dann kann es tatsächlich gegen hartnäckigen Kopfschmerz helfen. Denn der Kaffee verengt nämlich die Blutgefäße und dann kann unter Umständen der Kopfschmerz Schnee von gestern sein. Aber achte natürlich darauf, dass du nicht zu viel Kaffee trinkst und hab immer im Hinterkopf, Kaffee wirkt natürlich auch dehydrierend. Wenn du Kaffee trinkst, trink auch immer gleichzeitig viel Wasser mit. Vierter Tipp, komm in den Quark, komm aus den Federn raus und mach einfach mal einen Spaziergang. Ein Spaziergang kann wirklich Wunder bewirken nach einem richtig harten Abend. Dein Körper kommt einfach so ein bisschen wieder in Schwung, der Kreislauf kommt in Schwung und außerdem ist es auch so, dass dein Körper beim Abbau von Alkohol sehr viel Sauerstoff verbraucht und wenn du dann einfach mal rausgehst an die frische Luft und deine Sauerstoffreserven wieder auffüllst, danach fühlst du dich einfach wesentlich besser. Fünfter Tipp, wenn du es irgendwie schaffst, mach ein leichtes Training oder ein bisschen Sport. Denn wenn du rauskommst und Sport machst, das bringt ähnlich wie beim Spaziergang deinen Körper natürlich in Gang, ja, den Kreislauf in Gang. Aber Sport schüttet natürlich auch Endorphine aus und dann hebt das deine Stimmung einfach direkt ein bisschen an und dein Kater kann dann noch schneller wieder abhauen. Ja? Also Sport ist wirklich, natürlich nur wenn es irgendwie geht, eine richtig gute Methode, um deinen Kater wieder loszuwerden. Ich persönlich kann zum Beispiel am nächsten Morgen tatsächlich am besten irgendwie einen kleinen Run machen, einfach ein bisschen laufen gehen. Das hilft mir persönlich am allerbesten. Wenn du es schaffst, kannst du natürlich auch ja, ein leichtes Training, ein bisschen trainieren gehen. Aber meine ganz klare Empfehlung, einfach raus, ein bisschen laufen, kurz anschauen. Und dann geht es dir schon wieder besser. Und zusätzlicher Pluspunkt, wenn du noch ein bisschen Sport machst, verbrennst du natürlich auch wieder Kalorien. Am Abend zuvor, wenn du ordentlich angebechert hast, dann hast du natürlich auch ordentlich Kalorien zu dir genommen. Heißt, du machst auch noch ein bisschen was, wenn du Sport machst, für dein Gewissen. Sechstens, Bettsport. Ja, du hast richtig gehört, auch Sex kann gegen einen hartnäckigen Kater tatsächlich Wunder bewirken. Denn es ist ja so, man betätigt sich körperlich, ja, der Kreislauf kommt so natürlich auch im Schwung und es ist natürlich auch so, dass beim Sex Glückshormone ausgeschüttet werden und diese können dieses komische Katergefühl doch gut dämpfen. Wenn du alle Tipps befolgt hast, die ich gerade eben gesagt habe, dann ist die Chance, dass der Kater noch da ist, wirklich erschwindend gering. Aber falls doch noch ein kleines Kätzchen da ist und es ganz leise noch Miau macht, dann mein Freund, dann greifst du Kopfschmerztablette. Dann hau dir am besten eine Aspirin rein oder eine Ibuprofen. Bestenfalls keine Paracetamol. Pro-Tipp an dieser Stelle,
Denn Paracetamol wird in der Leber über dasselbe Enzym abgebaut wie Alkohol, deshalb besser ein Ibo oder eine Aspirin. Aber dann, mein Freund, dann hast du den Kater auf jeden Fall besiegt, dann muss es Game Over sein für den Kater. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß, wenn es jetzt wieder rausgeht. Habt viel Spaß mit euren Freunden, aber bitte denkt dran, trinkt Alkohol nur in Maßen, setzt euch da Limits und setzt euch da Grenzen. Und wenn ihr das macht, dann fällt der Kater auch geringer aus am nächsten Morgen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Trinken. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.